Moin Leute. Also, man kann schon noch zur Werkstatt gehen und sich so Sachen alles machen lassen, oder man macht das günstiger selbst alles und dann hat man halt eben solche Momente wie das hier. Irgendetwas tut's nicht. Irgendwo sind wahrscheinlich Kontakte ab oder so. Jetzt muss ich irgendwie alles überprüfen. Jetzt kommt ein Verbrenner und macht mir natürlich den ganzen Ton hier weg. Aber der Ton, der kommt hier hinten raus. Da blinkt auch meine neue Leuchte, die so hell ist. Und irgendwie an dem Controller stimmt irgendwas nicht, wo ich hier dran bin. Und ich habe keine Ahnung, wie ich zumindest jetzt. Also, ich muss den alles komplett abstecken, nehme ich an. Da unten ist der Controller für meinen Power Trunk. Und der macht gerade Radau und es geht gar nichts. Ja, und gleich daneben ist die Endstufe, die mal kaputt war, die ich ganz teuer bezahlt habe. Und so kann ich natürlich das Auto jetzt hier nicht lassen. Deswegen. Jetzt weiter gebastelt. Und das Lämpchen blinkt. Oh je, oh je. Jetzt habe ich die Stromzufuhr hinten an den Controller mal unterbrochen, damit zumindest dieses ohrenbetäubende Lärm ist, weg ist. Und jetzt mache ich mich mal weiter ran an den Frunk, um den wieder in Gang zu bringen. Ich habe irgendwie schon noch Befürchtung, dass die 1850 Kilometer am Wochenende ein bisschen zu viel Ruckelei waren für den Henshaw Power Frunk und den Trunk, weil irgendwie vor der Fahrt hat der Trunk schon ein bisschen so angedeutet, dass er irgendwie kaputt gehen könnte demnächst. Und jetzt ist der Power Frunk sozusagen komplett ausgefallen. Das Einzige, was noch geht, ist halt das Entriegeln von sozusagen von dem Hauptschloss. Aber nach oben funktioniert es gar nicht mehr. Und das sieht jetzt schlimm aus, dann sieht es irgendwie vier Schrauben, dann hat man alles freigelegt hier. Und ja, jetzt gucke ich mal, ob ich das irgendwie gebacken bekomme. Ja, das ist jetzt nämlich dieses Teil, was jetzt sichtbar ist. Und selbst dieses Lämpchen hat aufgehört zu leuchten. Jetzt habe ich den hier aufgeklebt gehabt und nicht richtig befestigt hier runter. Und jetzt an den ganzen Kabellage ein bisschen rumgeruckelt. Jetzt leuchtet zumindest jetzt dieser Button. Aha, okay. Das Leuchten hilft aber nicht viel. So müsste er eigentlich. Wumms. Okay, das war ein bisschen heftig. Heftiger als es sein muss eigentlich. Probiere es nochmal zu öffnen. Okay, der geht zumindest wieder. Okay. Etwas ruckartiger, als ich mir jetzt gewünscht hätte, aber wenigstens geht er. Jetzt hat er sich arretiert, jetzt ist er ein bisschen ruhiger geworden. Ja, genau, das war das Problem. Und dann öffnet er nicht mehr. Und dann muss man ihn sozusagen zu Fuß öffnen, das ist nicht gut. Ja, er ruckelt ein bisschen und dann leuchtet die Leuchte nicht mehr und ich befürchte einfach mal irgendwo einen Wackler. Also an sich funktioniert alles, nur irgendwo ist ein Wackler, den muss ich jetzt finden und versuchen zu beheben. Irgendwie schon noch aus der Reihe Do not try this at home. Also was mit dem Frunk jetzt los ist, das weiß ich, denke ich mal, weil ich habe eben den Controller ausgebaut und den geöffnet und da war tatsächlich Wasser drin. Es hat sich ja so geäußert, dass der Frunk sich geöffnet hat, sich schließen ließ, aber nach irgendwie drei Wiederholungen aufgegeben hat und erst beim Klopfen auf den Controller hat er irgendwie mal wieder angefangen zu arbeiten. Und jetzt habe ich den ausgebaut, jetzt habe ich den sozusagen entwässert.
alles trockengelegt und danach luftdicht verpackt. Und jetzt hoffe ich mal, dass das funktioniert. Der Weg zurück, den ich jetzt am Wochenende zurückgelegt habe, das waren ja auch gute 900 Kilometer, das war natürlich sehr viel Regen. Da kann ich schon mir sehr gut vorstellen, dass da sehr viel Wasser auch untenrum ins Auto reingekommen ist. Auch das Wasser jetzt schuld ist, an dem das Trunk bei mir so schlecht funktioniert, also so gut wie gar nicht. Ich befürchte schon, dass das irgendwie mit Wasser zu tun hat, aber das werden wir dann noch sehen. Bleiben wir dran. Arretierte sich bis zum Anschlag und jetzt dürfte er wieder einigermaßen gehen. Wenn es jetzt nach 5 Wiederholungen alles klappt, macht sich damit selber kaputt. Jetzt macht er ganz vorsichtig, genau, jetzt kennt er nämlich den gesamten Weg. Hier nach oben klappt es noch nicht so richtig. Er hat ihn quasi entriegelt, weil das ist ein Mechanismus zum Entriegeln. Das funktioniert nach wie vor, selbst wenn ich den Controller jetzt ausbaue. Aber öffnen will er nicht. Er braucht jetzt irgendwie eine Bedenkpause, ich weiß es nicht. Leute, ob das jetzt ein Fehler war, also ich will das jetzt noch nicht ganz zugestehen. Meine Frau sagt mir mittlerweile schon, dass es ein Fehler war, sozusagen Billigware zu kaufen, hier zu verbauen. Das habe ich jetzt davon. Ja, aber ob jetzt AMP-Tech, was jetzt wirklich mehr als doppelt so viel kostet, ob das jetzt genauso wasserdicht ist und genauso schlecht funktionieren würde, kann ich jetzt nicht beurteilen. Wird vielleicht im nächsten Auto dann soweit sein. Ich fasse es nicht, es funktioniert wieder. Jetzt hier ist ganz bis zum Anschlag, das war nicht gut, aber. Vielleicht arretiert es sich noch ein paar Mal hin und her schließen. Ja, jetzt ist es okay. Also ich glaube, ich baue das jetzt mal zusammen und den Frunk hätten wir dann schon mal. Ich hoffe, dass mit der Feuchtigkeit dort drin bleibt jetzt erstmal ein temporäres Problem und wird nicht dauerhaft unseren Frunk sozusagen aus der Bahn werfen. Und als zweites nehme ich dann natürlich den Kofferraum hinten vor. Gucken wir mal. So, um das Ganze jetzt festzumachen, brauche ich eigentlich nur 5 Schrauben. Die eine kommt hier hin. 2 kommt hier unter diese Leiste. Und 2 weitere kommen hier hin. Die Teile habe ich übrigens auch nachbestellt. Die gab es bei meinem Model nicht mehr. Die sind eigentlich dazu gut,
um, wenn man jetzt hier eine Tüte zum Beispiel hier hängen hat, dass man sie mit der Schlaufe hierhin so fixieren kann. Das kann ich eigentlich noch gut empfehlen und damit kann man nicht wirklich was kaputt machen. Genau, jetzt befestige ich das mal. Clips. Wenn er jetzt nicht fällt, kann man ganz leicht drücken. Dann ist das schon alles da. So. Okay, dann die Probe schließen. Wunderbar. Probe öffnen mit der App. Ich habe übrigens, wie ihr seht, habe ich jetzt hier keine Verbindung mit dem Internet, weil hier unten in der Tiefgarage kein Internet ist. Aber trotzdem kann ich per Bluetooth von der App mit dem Auto kommunizieren. Funktioniert gut. Okay, hoffen wir mal, dass es ein bisschen hält. Nun, wie äußert sich das Problem hinten? Hier habe ich schon die Steuereinheit leicht freigelegt. Jetzt normalerweise habe ich die hier an der Seite befestigt, überprüft alles, aber hier sitzt alles, weil sie fängt nämlich an gleich zu piepen. An ihr hängen auch die Leuchten, die ich vor kurzem eingebaut habe, aber an denen sollte es eigentlich auch nicht liegen, weil wenn ich sie gerade ausbaue, passiert und ohne sie sozusagen weitermache, passiert das Gleiche. Und jetzt äußert sich wie folgt. Ich versuche jetzt zuzumachen, er geht ein ganz kleines Stück. Fängt an zu piepen und es geht weiter nichts mehr. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Und irgendwie knicken die hier ganz komisch. Seht ihr das? Ja, und dann gibt es Rumgepiepe und es geht nichts hin. So, und jetzt ist die Frage, kann hier zum Beispiel Wasser reingekommen sein? Theoretisch ist es eigentlich ein Raum, wo Wasser reinkommen könnte. Und wenn da Wasser reinkommt, was passiert? Falls irgendjemand eine Erklärung dafür hat oder eine Vermutung, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, gell, so ist es mit der Bastelei. Halbes Jahr ging es gut und jetzt ein paar Mal durch den Tränen gefahren und schon haben wir den Salat. Gut, zumindest geht er vorne wenigstens wieder. Mal gucken, wie lang. Also, danke, dass ihr zugeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Muskelkraft, das ist ganz schön heftig. Also es geht natürlich zu und ich könnte jetzt fahren, aber das ist nicht okay.